Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt's ein bisschen verfrüht, weil unser Kleiner erst am Mittwoch, also wenn das Video online geht, 5 Monate alt wird. Ja, das 5-Monats-Video. Aber wir gehen davon aus, dass sich jetzt in den 2 Tagen nicht noch groß so viel ändern wird. Ja, und deswegen nehmen wir das einfach jetzt schon auf, damit das dann Mittwoch auch halbwegs pünktlich kommen kann. Also pünktlich, es gibt ja gerade keine richtige Upload-Zeit bei uns. Wir können auch was zum Thema Preis sagen, weil jetzt momentan sind wir noch nicht in dem Stadium, heißt das so? Stadium? Ja. Dass wir irgendwelche großen Kochvideos drehen. Weil bis jetzt besteht das Brei-Kochen noch darin, dass wir Wasser in einen Topf machen, das erwärmen, Gemüse reinschmeißen, das Wasser, das dann kochen lassen, bis es weich ist, das Wasser abgießen, pürieren, einen Löffel Öl ran, vielleicht noch einen Löffel Babywasser ran, damit es ein bisschen flüssiger wird und fertig. Ja, aber momentan können wir eh nicht sowas in der Art drehen, weil wir haben beim letzten Mal Brei kochen. Ja, an Silvester haben wir unseren Pürier, also wir hatten so einen Rühr, wie heißt das? Mixer. Ja. Das hat doch noch so einen anderen Namen. Mixer mit Pürierstab. Ja, nee, nicht Mixer. Handrührgerät. So ein Ding hatten wir mit Pürierstab dran. Und das habe ich zerstört. Ja. Ich muss mir das erstmal durchlesen. Okay, dann fange ich das zweite von unten mal an. Also ganz unten steht Brei. Wie gesagt, da werden wir am Ende nochmal drauf eingehen auf das Thema. Und fange ich von unten an. Was sich jetzt in dem 5. Monat ganz sehr entwickelt hat, ist, dass er mit, also so richtig lacht, wie so ein normaler Mensch. Also er lacht mit Ton. Er hat ja vorher normal gelächelt und so und jetzt lacht er auch mit Ton. Das ist so unglaublich süß und wir haben, also Philipp hat auch mal ein Video gemacht, wo man irgendwie den Kleinen nicht sieht, wo ich ihn gewickelt habe und da hat er so gelacht, wenn man das da auch schön hört, können wir euch da was einblenden von. Genau, auf jeden Fall, es ist so süß, es ist so eine kleine, niedliche, manchmal ein bisschen dreckige Lache und ich weiß nicht, ob das schon so richtig ist, zum Beispiel, wenn man ihn ein bisschen krabbelt oder so, ob er das wirklich so schon überträgt, dass er dann deswegen eben lacht oder ob er einfach erstmal noch lacht, weil er halt lacht. Und was er aktuell halt auch ganz viel macht und ganz zu jeder Gelegenheit eigentlich, ist quieken. Also wirklich auch so richtiges, eigentlich so wie so ein Mädchen quieken manchmal. Es ist so süß, er versucht einfach nur laut zu sein oder keine Ahnung. Vielleicht macht er das jetzt im Video nochmal, er liegt hier und vor uns. Das macht er auch wirklich laut. Also wenn er neben dem, also wenn wir ihn auf der Schulter, also hier vorne halten und dann er so mit dem Kopf wie auf der Schulter liegt, ist das so laut am Ohr, das ist wirklich nicht angenehm. Also das ist sehr süß und ich freue mich da immer drüber, aber das ist wirklich ganz schön laut. Also es ist sehr häufig zur Zeit. Das hat er sich jetzt so angewöhnt irgendwie. Hat er im 4. Monat auch schon ja ein bisschen angefangen sich zu drehen, aber nicht so richtig viel. Ich glaube nicht gezielt oder so. Oder nicht gezielt, ne? Ja, mehr so Beine angezogen und dabei umgefallen. Aber jetzt macht er es wirklich gezielt und dreht sich vom Rücken auf den Bauch, aber bis jetzt nur über die linke Seite, über die linke Schulter, wie jetzt gerade zum Beispiel. Dann hört ihr vielleicht auch gleich mal ein Quieken oder so, mal gucken. Und meistens, oder eigentlich immer, schafft das auch genauso wieder über dieselbe Seite rückwärts. Oder da schafft es aber auch wieder in beide Richtungen. Also vom Bauch auf den Rücken schafft er über beide Seiten, aber vom Rücken auf den Bauch schafft er über seine linke Schulter. Ja, und die Folge dessen ist, dass er sehr viel rumkugelt, was natürlich total süß ist. Wir haben jetzt schon länger so eine Sportgymnastik, was weiß ich, so eine dickere, gepolsterte Matte in der Küche liegen. So eine Faltmatratze oder Matte eigentlich, ja. Von Ikea, können wir auch gerne verlinken, weil die ist
wirklich cool für, wenn man ein Kind hat. Eigentlich als Spielmatte oder so gedacht und wir haben die so ein bisschen halt ein bisschen für Gäste oder halt einfach so, wenn man mal sowas braucht. Ich habe da auch schon mal solche Rückbildungsübungen drauf gemacht. Auf jeden Fall dafür haben wir die gekauft. Und die liegt jetzt bei uns halt in der Küche. Wir haben ziemlich viel Platz auf dem Boden so. Und da liegt er halt drauf und da rollert er immer drauf herum. Momentan geht es ja noch, also wo er noch nicht krabbeln kann, dass man ihn da auf dieser Matte da halt legen. Ja, was habe ich hier noch stehen? Wir haben so verschiedene Phasen jetzt durchlebt, wo er zu verschiedenen Zeiten gerne sein AA gemacht hat. Es gab so eine Phase jetzt im 5. Monat, wo er früh morgens... Also er ist halt wach geworden, hat früh im Bett eine Mahlzeit bekommen und hat dann eigentlich währenddessen oder kurz danach in die volle Nachtwindel sein AA gemacht. Momentan ist jetzt so, dass er irgendwie Vormittag oder Mittag so gerne sein AA macht und gerne auch direkt nach dem Wickeln in die frische Windel, dass man ihn dann gleich nochmal wickeln kann. Zumindest, also heute war es so und ja, also das ist eigentlich, weiß ich nicht, so momentan wirklich so Phasen. Phasenweise, wann er sein AA erledigt. Genau. Ja, dann hat er zu sozusagen seinem viermonatigen Geburtstag ja das erste Mal was anderes als Milch bekommen. Okay, wer hat da vorher auch schon mal einen Schluck Wasser, also so Babywasser, aber so. Nein, das war ja vor allem nicht richtig was essen hier. Ja, das war ja gut. Und zwar durfte er das erste Mal an Gurken nuckeln, also hat einfach so ein Stück Gurke bekommen. Also erst haben wir es festgehalten, danach haben, glaube ich, auch wir ihm das festhalten lassen. Ja, aber das lassen. War so flutschig. Ja, das konnte er noch nicht richtig greifen, weil wir wollten auch kein kleines nehmen, er ist verschluckt. Und deswegen haben wir größere Stücke genommen. Also so eine Biogurke, eine normale Salatgurke, ja. So geschält und innen die Kerngehäuse. Kerne raus. Ja. Also praktisch das einfach nur dieses harte Gurkenfleisch Gurken, ja. Da, wo er auch ohne Zähne noch nichts abbekommt. Das ist wirklich nur so zum... Ich werde immer kleiner, ne? Genau, und er hat dabei eigentlich keine Emotionen. Also, klingt doof, also er fand es jetzt nicht, laut seinem Gesichtsausdruck, nicht eklig, aber auch nicht irgendwie besonders gut. Ja, also er... Es schmeckt ja im Endeffekt auch noch nichts. Also was soll er da groß... spüren, aber es ist wahrscheinlich einfach schön, dieses kühle und nasse, feste Ding da im Mund zu haben. So wie ein Beißring. Ja. Und wenn die Babys zahnen, dann gibt man denen das auch gerne. Also wir haben bis jetzt immer noch keine Zähne bei ihm entdeckt und er hat jetzt auch in der letzten Zeit sich eigentlich gar nicht so verhalten, als ob irgendwas ihn stört, was wir nicht ergründen können. Deswegen... Ja, wissen wir jetzt nicht so, wie weit das da ist. Er hat es gerade sehr schwer. Er versucht sich. Erst stürzt er sich so hoch und danach legt er sich auf seinen kugeligen Bauch und streckt die Beine in die Luft und die Arme in die Luft. Und dann hält er den Kopf halt nach oben. Also und wer das schon mal gemacht hat, ist es selbst für einen Erwachsenen schwer. So, ja, die Trageposition hat sich wieder wochenweise so fast geändert. Also er schläft gerne, also bei mir gerne ein, wenn er Bauch an Bauch, also wenn ich ihn hier so Bauch an Bauch halt trage oder teilweise sogar mit dem Kopf hier so halbwegs hier oben. Momentan, aber wie gesagt, das ändert sich immer wieder. Manchmal kam es einem ja so vor, dass er wirklich alles sehen musste und ganz neugierig nur nach vorne getragen werden wollte. Jetzt kam es mir wieder eher nicht so vor. Jetzt geht's los. Genau, das ist so ein bisschen das Quietschen. Aber er hat es auch schon noch schriller und höher gemacht. Und genau. Jedenfalls zu der Trageposition muss ich sagen, bei mir mag er das Bauch an Bauch eigentlich kaum. Es sei denn, ja, mein Akku wird schwach. Es sei denn, er ist wirklich so richtig auf Kuscheln aus, dann... lässt er das auch mit sich machen bei mir, aber ansonsten möchte er von mir wirklich lieber so getragen werden, dass er nach vorne gucken kann. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber bei mir ist es halt, wie gesagt, so rum. So. Ah ja, hier steht das mit der Matte, das habe ich ja schon gesagt, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, dann habe ich hier sowas zum Einschlafen am Tag. Das ich bin aber jetzt Anfallsfragen auftauchen. Nein. Doch. Okay, dann bist du halt dran. Ja. Erzähl halt von deiner Melone. Genau. Dann haben wir auch nach der Gurke, wann war das, wie später? Vielleicht eine Woche später. Eine Woche später so. Ungefähr.
Ja, ja, Tischmüller. Nicht? Doch? Hallo? Ja, doch. Genau, haben wir eine Woche, nachdem wir die Gurke probiert haben, also nachdem er die Gurke probiert hat, ja, Wassermelone probiert. Das hat ihm scheinbar ganz gut geschmeckt. Also er war eigentlich sehr interessiert daran an dem Ding und was trägt Band. Und es war aber dementsprechend auch eine sehr große Matscherei, gerade wenn er es in der Hand hatte. Und ja, also ihm scheint es gefallen zu haben. Weil es wirklich immer was war, was ja nach was geschmeckt hat, weil die Gurke hat ja nicht wirklich einen eigenen Geschmack. Und ja, das war sozusagen das erste mit Geschmack, wo er auch vielleicht was abbekommen hat. Also nicht abbekommen, aber zumindest so ein bisschen von dem Wasser, der Wassermelone, also diesem Saft, ja, essen konnte. Und das ist ja also auch für Babys nicht schädlich, so Wassermelonensaft, weil es zu so und so viel Prozent halt aus Wasser besteht. Nur 90, glaube ich. Ja, und dann 8, ist der Rest 98, irgendwie 90, glaub ich, Zucker so. Und ein bisschen rote Farbe. Wassermelone färbt. Übrigens sehr. Steht hier noch was zum Thema Einschlafen am Tag. Also wenn er hier in der Küche auf dieser Matte liegt und ich was mache vor seinen Augen und er ist müde, dann schafft er es tatsächlich auch da einfach so im Liegen, also auf dem Bauch liegen, mit Schnuller einzuschlafen. Und also ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Hilfe und so weiter. Manchmal nimmt er sich den Schnuller raus, dann muss man ihm nochmal helfen beim Einschlafen. Also entweder Schnuller festhalten in seinem Mund so oder ihn nochmal hochnehmen. Aber es wird eigentlich immer besser und genauso abends sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass er eigentlich beim Stillen einschläft und dann legen wir ihn rüber und dann klappt es eigentlich. Und wenn das nicht klappt, dann nimmt man ihn nochmal ganz kurz hoch. Man muss nicht rumlaufen oder so. Dann schaukelt man ihn nochmal so ein bisschen am Körper und dann funktioniert das auch. Also das mit dem Einschlafen ist zurzeit ziemlich einfach. Wir hatten ja auch schon mal so eine Phase, wo er nach einem stillen Abend hell wach war und man ihn tatsächlich im Dunkeln dann rumtragen musste, weil es irgendwie nicht anders ging, aber vielleicht war da auch einfach ein Schub oder sowas. Ja. Und was ich gerade noch gesehen habe, was mir jetzt auch dabei einfällt, er hat jetzt seine Füße entdeckt. Also gestern hatte er sie beim Wickeln sogar, also einmal unfreiwillig. Er hat sein Spielzeug weggenommen. Entschuldigung, einmal unfreiwillig und einmal wirklich gezielt fast im Mund. Und in der Hand hat er die eigentlich gerade beim Wickeln, wenn die sozusagen, wenn er keine Hose anhat, also keine Strumpfhose oder keine Socken und Schuhe und so, eigentlich prinzipiell in der Hand. Das ist so und knetet süß. Da dran rum, das ist, sieht wirklich niedlich aus. Dementsprechend schwieriger wird aber auch das Wickeln. Und er zieht sich auch jetzt sehr gern, auch aber noch, glaube ich, eher unfreiwillig oder zumindest nicht richtig gezielt, dass er sagt, so und so mache ich das, zieht er sich diese Schuhe aus. Ja, wenn er auf dem Rücken liegt. Also vorhin lag er hier bei uns mit auf dem Sofa und hat so die Beine in die Luft gestreckt und hat ihn dann gesehen und dann hat er danach halt gekrapscht und seine Schuhe ausgezogen. Und ja, also es ist sehr süß. Und bei unserem Spielebogen, genau, jedenfalls, wir haben ja so einen Spielebogen aus Holz. Und der sieht eigentlich aus wie so eine Schaukel, wie so ein Schaukelgestell. Hey, ihr wisst es doch, wir können auch vielleicht ein Foto einbauen. Ja, oder so. Jedenfalls auf diesen Querstreben, zwischen den Füßen sozusagen, legt er jetzt immer gern seine Füße ab oder sein Bein ab, wenn er drunter liegt. Er dreht sich dann so, also normalerweise liegt man ja so auf dem Rücken drunter. Naja, so. So wie man schaukeln würde, an der Schaukel. Ja, genau. Und er dreht sich dann parallel zu diesem Steg oben, wo diese Dinger runterbaumeln teilweise. Echt? Ja. Er liegt kreuz und quer unter diesem Ding. Und dann legt er die Füße auch gerne halt auf diesen Streben da an der Seite ab und so. Also bei mir hat er sich vorhin einfach nur versucht, oder hat er sich so halb aufgedreht. Es lag dann auf der Seite. Auf der linken halt, wie immer, weil er sich ja auch nicht andersrum drehen kann. Und legte seinen rechten Fuß einfach da oben drauf ab. Und lag dann da. Ich weiß nicht, ob das besonders bequem ist, oder? Ja, manchmal nimmt er auch die Füße zum Spielen an diesem Spielzeug. Also wenn er sich dann so drunter geschoben hat, dann spielt er mit Händen und Füßen an dem Ding. Genau, und jetzt noch zum Thema Brei. Also wir haben ja nach dem vierten Monat, eigentlich kurz vor Ende des vierten Monats, nee, warte mal. Ja, was denn? Nach seinem viermonatigen Geburtstag sozusagen, ja. Kurz vor jetzt, also jetzt vor kurzem erst, bevor er 5 Monate geworden ist, also jetzt nicht direkt, ihr wisst schon, ne? Also ja. Nicht direkt zum viermonatigen, sondern halt
ein paar Wochen später angefangen mit Brei und geht's? Das macht er jetzt auch übrigens gern, einfach so Husten, so normales Husten, wenn er sich verschluckt, klar, aber dann auch einfach zwischendrin so einfach ohne Grund, ohne ersichtlichen Grund macht er das. Ich weiß nicht, ob er dieses Geräusch sehr schön findet, das ist rot, wieso ist der Zähne gelb? Ach, weil, ach, Kürbis. Ja, auf jeden Fall fängt das ja das Brei-Essen damit an, erstmal, dass er vom Löffel zu essen lernt. Und das haben wir jetzt, denke ich, mal hinbekommen. Mit dem Mittagsbrei angefangen, also Gemüse. Und damit hat er sozusagen vom Löffel essen gelernt. Und wir haben angefangen mit Pastinake, weil das gut verträglich sein soll und ja, an sich relativ geschmacksneutral ist und auch keine Flecken macht. Und da haben wir erst halt selber gekocht. Das hat ihm, wir wissen nicht so, ob es ihm wirklich nicht geschmeckt hat oder ob das ja halt wirklich noch so schwer war, vom Löffel zu essen. Und einfach neuer Geschmack oder überhaupt Ja. das erste Mal so was richtig, was einen Geschmack hat, so richtig zu essen, also wo man richtig was runterschlucken kann. Er hat halt etwas entsetzt geguckt teilweise Ja, oder angeekelt geguckt, ja. aber ich glaube, das war einfach die neue Erfahrung. Und wie gesagt, wir haben selber gekocht und wir haben halt das so gedacht, dass wir immer eine Woche dasselbe Gemüse füttern, wie es halt empfohlen ist, damit er sich dran gewöhnt. Und am Ende der Woche waren wir unterwegs. Das heißt, wir haben für unterwegs nicht selbst gekocht, sondern so Gläschen gekauft. Von Alnatura hatten wir da die Pastinakengläschen. Und da konnte er es dann schon ein bisschen besser mit dem Löffel und es hat ihm auch ein bisschen mehr, sage ich mal, geschmeckt, beziehungsweise er kannte es dann halt auch schon und da hat er dann auch mehr gegessen als von unserem selbstgekochten. Dann die nächste Woche haben wir mit der Möhre angefangen. Und da, weil wir immer noch unterwegs waren, ich spreche jetzt einfach mal von Ja. hier oben, weil wir immer noch unterwegs waren, eben mit Gläschenmöhre angefangen. Von Hip diesmal, aber es ist, macht ja Ja, keinen Unterschied. wahrscheinlich ist eh, das schmeckt wahrscheinlich eh gleich. Ja, jedenfalls beim allerersten Mal, den ersten Tag fand er es gut, das Möhrengläschen. Aber schon am zweiten Tag fand er es nicht mehr so gut, also hat dann nicht viel davon gegessen. Ein oder zwei Löffel nur gegessen an dem zweiten Tag, das war irgendwie gar nicht so seins. Ich Aber muss aber sagen, ich kann es verstehen, es ist echt ja. nicht lecker. Also das Möhre, das aus dem Gläschen schmeckt wirklich nicht so gut. Das Pastinake aus dem Gläschen fand ich auch gut. Ich fand auch aber Das war okay, das hat wirklich geschmeckt fast wie ein bisschen wie Apfelmus Apfelmus, hat auch so ausgesehen, hat und auch gerochen. ähnlich so ähnlich gerochen. Und wir waren dann, also wir waren dann ja auch irgendwann wieder zu Hause und haben dann Möhre selber gekocht, wobei wir unseren Mixer geschmolzen haben. Und der Möhrenbrei, der selbst gekochte, der sah viel natürlicher aus, nicht so konzentriert. Das hat natürlich gerochen und auch super geschmeckt. Also den fand ich auch wirklich lecker. Und den fand der Kleine auch wirklich lecker. Also er hat dann am Ende von der Menge her sowas wie ein halbes Gläschen. Also ein Gläschen ist ja so eine Portion, die für sein Alter gedacht ist. Ich glaube, das sind 125 Gramm oder Für so. sein Alter, wenn er gut isst, also wenn er so richtig Normal ist eine ja. Portion isst, aber es ist ja absolut nicht schlimm, wenn er am Anfang deutlich weniger isst und nur mal ein, zwei Löffel. Genau, und er hat dann aber am Ende halt ein halbes Gläschen von der Menge her, also wir haben ja selbst gekocht, aber ihr wisst, ne, geschafft. Also das waren 7 gehäufte Löffel und er hat die dann natürlich verteilt gegessen über kleinere Portionen Löffel. Ja. So, auf jeden Fall haben wir den Plan gehabt, nach der Möhre eine Woche reine Kartoffel zu essen. Also eher reine Kartoffel zu essen. Das gibt es auch von Hip als Gläschen, jedoch haben wir das nicht bei uns hier im Laden gefunden. Ich hätte es einfach mal gekauft, damit wir so einen Vergleich haben, wie das Möhrengläschen, Kartoffelgläschen schmeckt. Aber gab es nicht und online gab es nur einen 6er-Pack, das wollte ich jetzt nicht bestellen. Deswegen haben wir da halt nur selber gekocht. Wir waren ja auch die ganze Zeit da. Aber das hat ihm nicht so zugesagt. Das kann ich auch verstehen. Also ich finde Kartoffeln jetzt auch nicht so geil. Also es hat halt so, man kann sich das nicht mit dem normalen Kartoffelbrei, den man Ja, weil es so halt. dazu macht. Nee, selbst wenn du einen normalen Kartoffelbrei ohne Salz vorher kostest, schmeckt der mehr nach Kartoffel als das, was wir gekocht haben. Es hat Naja, nichts also geschmeckt. ich muss sagen, ich habe heute Es früh einen Rest Kartoffelbrei
Brei, also für ihn gegessen und habe mir da einfach Salz rein gemacht. Ich fand, es hat wie Kartoffelbrei schon geschmeckt. Mit Salz, ja, aber ohne Salz hat das irgendwie nach schleimigem, ekelhaft, ja, komischen Matsch geschmeckt. Aber auch nicht irgendwie süß oder keine Ahnung, nach nicht viel. Deswegen kann ich es auch verstehen. Also ihm hat das nicht geschmeckt, er hat da nur wenige Löffel gegessen. Und dann haben wir uns halt dann jetzt heute, nee, gestern Abend gefragt, was machen wir jetzt? Wollen wir wirklich jetzt noch eine ganze Woche versuchen, wenn wir merken, ihm schmeckt es nicht? Und dann haben wir aber gerade das Problem, dass wir keinen Mixer haben. Und dann habe ich vorhin einfach Gläschen gekauft, weil eigentlich soll der Mixer ja heute kommen. Kam aber noch nicht. Und ich habe 2 Gläschen jetzt Kürbis gekauft von Hip. Das soll ja auch am Anfang, wird empfohlen. Und ja, da hat er heute Mittag eins bekommen. Und zwar ein ganzes. Und er hat zum ersten Mal Kürbis gegessen und hat gleich ein ganzes Gläschen gegessen, eine ganze Portion. Also es muss ihm sehr geschmeckt haben. Und ich fand das total süß. Er hat es ohne Probleme gegessen. Er hat gegessen, wie wenn er schon seit Jahren vom Löffel isst. Es war total super. Und scheinbar schmeckt ihm das wirklich. Also ich habe es gekostet. Ich finde das richtig eklig. Aber auf jeden Fall haben wir dann praktisch die Kartoffelwoche nicht vollendet, sondern haben jetzt mit Kürbis angefangen. Und werden dann danach, so ist der Plan, mit Süßkartoffeln noch weitermachen, weil das habe ich gelesen, dass es auch vielen Babys sehr gut schmeckt, weil es halt so ein bisschen süßlich schmeckt. Und genau, soweit erstmal der aktuelle Brei-Stand. Und ja, wie gesagt, eine Mahlzeit, also Mittagsbrei und eine Gemüsesorte und vorwiegend eben selbst gekocht. Und ich hoffe ganz sehr, dass der Mixer jetzt bald kommt. Und ja. Wir haben nur noch 1% Akku und filmen damit schon 3 Minuten lang. Keine Ahnung, wie das geht. Du bleibst jetzt da oben, oder? Ich bleib jetzt da oben, ja. Ja. Auf jeden Fall hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Und wir können ja unsere anderen Videos alle mal unten verlinken. Jetzt haben wir ja schon mehrere. Das ist jetzt das 5. Und wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wird, also im nächsten Video, was als nächstes hochgeladen wird, wird kein Babyvideo sein, beziehungsweise kein Monatsvideo, weil wir müssen ja wieder warten, bis er ein halbes Jahr alt ist. Da könnten wir irgendein Special machen. Vielleicht gibt es da schon Brei, Koch, irgendwas. Mal gucken. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Genau. Und tschüss. Ja, guckt unsere anderen Videos. Genau, wir verlinken. Auch das letzte Video verlinken wir unten drunter.